Hi, heute geht's ran an einen Bienenwagen. Schön, dass du schon zu einer neuen Folge hier bei Minecraft und heute siehst du schon, wir machen uns ran an einen Bienenwagen. Genau so ein Bienenwagen, wie auch dein Opa damals vielleicht hatte. Wie immer ist dieser Bienenwagen nur ein Musterexemplar, der ändert sich natürlich in der Blockfarbe, wie du dir halt gestalten möchtest. Aber unser Bienenwagen sieht nicht nur gut von außen aus, nein, wir richten ihn auch heute in der Folge ein bisschen ein. Um mit unserem Bienenwagen zu beginnen, holen wir uns ein bisschen schwarzen Beton raus, Steinstufen. Glatte Steinstufen, dann holen wir uns noch ein paar steinzige Mauern raus, steinzige Stufen davon, dann würde ich noch sagen, holen wir uns ein bisschen grünen Beton raus, polierte Andesit, Treppen, Schwarzeichenholzstufen und davon nochmal die Treppe. Wir beginnen bei unserem Bienenwagen erstmal mit den Rädern unseres Wagens, da nehme ich jetzt einfach mal die zwei Betonklötze zur Hand und ich setze mir einfach mal nebeneinander und das dazwischen einen Block frei. Jetzt geht es daran, dass wir den Boden von unserem Bienenwagen uns basteln, da setze ich jetzt einfach mal außen zu der Seite von unseren Rädern jeweils eine Steinstufe hin, die ziehe ich mir einmal zu beiden Seiten jeweils dreimal. Auf der anderen Seite ziehe ich mir das natürlich hinterher, einfach so auf jeder Seite drei weitere Stufen, die wir uns da denn befestigen. Wenn wir die zwei Stufenreihen dann an den Seiten platziert haben, können wir sie einmal auf der Vorderseite wie auf der Rückseite miteinander verbinden und die Mitte dann einmal ausfüllen. Haben wir die Mitte ausgefüllt, setzen wir auf der Vorder- wie Rückseite noch weitere drei Stufen einfach mal ran, so dass wir dann an den Seiten jeweils noch eine Stufe über haben. Jetzt schlagen wir, ich habe das hier schon vorbereitet, glatte Steinstufen einfach in den Ecken einmal in den Boden rein. Das sollen so ein paar Halterungen denn darstellen, wo wir, sage ich mal, jetzt unsere steinzige Mauer einmal drauf platzieren. Ich denke mal, unser Bienenwagen, der ist ja irgendwo abgestellt. Von daher soll das Ganze den nur stabilisieren, damit er dann nicht nach vorne oder nach hinten kippt, weil wir ja die Räder in der Mitte haben. Wenn wir die uns denn an den Ecken überall so einmal platziert haben, auch mit den Mauern, geht es weiter mit unserem grünen Beton. Den wollen wir jetzt einmal ringsrum ziehen und zwar auf eine Höhe von insgesamt 4 Blöcke. Wenn wir auf allen Seiten 4 Blöcke an sich mit unserem grünen Beton hochgezogen haben, können wir nochmal auf beiden Seiten die Mitte einfach mal noch ein bisschen erhöhen um 3, aber lassen an den Seiten jeweils einen Block noch frei. Das machen wir natürlich noch auf der anderen Seite. Wir bleiben noch bei unserem grünen Beton. Wir fliegen jetzt einmal auf die Vorderseite von unserem Bienenwagen hin. Auf der rechten Seite setze ich mir, würde ich mal sagen, ich lasse jetzt unten 2 Blöcke Platz, oben einen Block Platz und setze mir einen grünen Beton hin und lasse jetzt dazwischen, würde ich mal sagen, 4 Blöcke Platz und setze mir dann nochmal einen weiteren Klotz. Danach begeben wir uns einmal auf die Rückseite von unserem Bienenwagen. Da fliege ich nochmal auf die rechte Seite, setze mir hier nochmal einen Klotz hin, aber lasse jetzt mal so einen Abstand nur von 3 Blöcke in der Mitte Platz. Jetzt können wir unter diesen einzelnen Betonblöcken, die wir uns noch reingesetzt haben, noch weitere polierte Andesit-Treppen uns einmal vorne wie hinten platzieren. Wenn wir das soweit haben, geht es weiter jetzt mit unseren Schwarzeichenholzstufen und die Treppen. Wir platzieren erstmal die Stufen auf diesen Vorbau, den wir jetzt hier einmal auf der Vorderseite wie bei der Rückseite platziert haben. Weiter geht's dann mit unserem Dach beim Bienenwagen. Da fliegen wir einmal auf die Seite hin. Ich setze mir jetzt einfach mal hier, wo wir, sag ich mal, diesen einen Block hier freigelassen haben, einfach mal eine Schwarzeichenholzstufe so hin, dass es denn ein Block ist. Ganz oben drauf setze ich mir dann noch drei weitere einzelne Stufen und an den Seiten lasse ich mir jeweils hier so einmal nach vorne wie hinten noch eine Stufe überstehen. So, dieses Maß können wir natürlich einmal bis zur anderen Seite ziehen, aber können das Ganze auch dann gleich schon überstehen lassen. Ich zeige euch das Ganze einfach mal. Wir setzen hier an der Seite einfach eine Stufe hin. Hier beim Block eine umgedrehte Treppe, die nach vorne guckt. Ganz oben setzen wir natürlich drei Stufen hin und jeweils an den äußersten Stufen setzen wir noch eine weitere Stufe nach unten. So, hier am Block wieder eine umgedrehte Treppe hin und hier dann wieder eine Stufe. So, wenn wir das Maß haben, können wir das einmal komplett bis zur anderen Seite rüberziehen. Wenn wir dann unser Dach darauf platziert haben, geht es jetzt weiter mit der Steinziegelstufe. Da fliegen wir jetzt, würde ich mal sagen, wenn ich jetzt hier so ein bisschen von vorne gucke, auf die linke Seite von unserem Wagen hin. Da forme ich mir jetzt hier an unseren drei Steinstufen ein kleines N mit den Steinziegelstufen hier einfach so nach vorne weg. Und dann lasse ich davor eine Blockreihe Platz und ab der zweiten setze ich mir hier einfach mal eine Steinziegelmauer hin. Um unseren Bienenwagen weiterzubauen, holen wir uns jetzt einfach mal ein paar Steintreppen raus, Fichtenholzblöcke, dafür nochmal die Treppe wie die Tür. Dann holen wir uns ein paar Kompostierer raus, dann würde ich mal sagen ein paar Eisenfalltüren, Heckrohrteppich. Ich nehme jetzt einfach mal ein paar türkise Glasscheiben für unsere Fenster beim Bienenwagen und dann würde ich noch sagen Tropenbaumfalltüren.
Bei unserem Bienenwagen geht es dann erstmal weiter. Ich würde mal sagen, dass wir die Tür uns reinbasteln, dass wir auch reinkommen. Du siehst, ich habe mir das Ganze wie immer ein bisschen vormarkiert. Wir fliegen jetzt, würde ich mal sagen, wenn wir uns bei unserem Bienenwagen auf der Vorderseite befinden, einmal auf die rechte Seite hin. Da können wir uns orientieren, dann einfach an unsere drei Stufen unten. Darüber schlagen wir jetzt jeweils drei Blöcke weg. Wenn wir die dann an sich weggehauen haben, können wir einmal unsere Fichtenholzblöcke an den Seiten einmal platzieren und da oben in der Mitte setzen wir da eine umgedrehte Treppe rein. Jetzt können wir natürlich unsere Tür einmal reinsetzen und vielleicht möchten wir nicht immer hoch hüpfen zu unserer Tür. Von daher machen wir uns noch so eine kleine Stufe vorne ran. Das heißt, da setzen wir einfach eine Steintreppe vorne ran. Weiter geht es jetzt damit, dass wir unsere Bienennester an den Seiten reinhauen. Wir hatten ja an sich hier diesen Vorbau gemacht auf der Vorder- wie Rückseite. Da können wir jetzt das Ganze einmal so ein bisschen freihauen. Ich würde mal sagen, auf eine Höhe von zwei Blöcke an sich. Ja, auch auf der Rückseite müssen wir das Ganze dann auch freihauen. Wenn wir das soweit haben, können wir jetzt unseren Kompostierer nehmen. Den platzieren wir dann hier einfach mal einmal komplett hier in der Fläche rein. Gleiches Spiel dann natürlich auf der Vorderseite. Setzen wir unseren Kompostierer hier einfach mal vorne rein. Wenn wir das haben, können wir jetzt einmal hier drunter, würde ich mal sagen, einfach mal vier Eisenfaltern uns platzieren. Und darauf können wir dann unseren Teppich noch einmal drauf setzen. Natürlich machen wir das ganze Spiel dann auch nochmal auf der Rückseite. Hier machen wir es aber nur dreimal. Falltüren hin und Teppich rauf. Wir wollen nochmal unsere Eisenfalltür nehmen. Und zwar, wir hatten ja vorne dieses N uns gezeichnet. Das soll ja so ein bisschen die Anhängerkupplung sein. Da setzen wir uns eine Eisenfalltür einfach mal unter dieses N hin. Können auch eins, sag ich mal, vorne ransetzen. Darauf setzen wir nochmal eine Eisenfalltür und dann nochmal eine auf unsere Mauer. Schluss setzen wir noch ein paar Fenster rein. Und zwar auch hier vor unseren oder über unsere Anhängerkupplung würde ich mal sagen, lassen wir über einen Block hier Platz. Und dann setze ich mir hier einfach mal meine Glasscheibe rein und davor setze ich mir noch eine Baumfalltür. Ich hätte gerne noch ein Fenster auf der Rückseite. Ich würde mal sagen, wir können uns hier ruhig nach unserem Vorbau ein bisschen richten, gehen zur Seite, lassen einen Block frei, schlagen zwei Blöcke weg, ja, Glasscheiben rein, ja, unsere Baumfalltüren vorne ran. Und dann sind wir mit unseren Bienenwagen auch schon durch. Fertig ist das Ganze. Aber wir wollen uns das natürlich noch ein bisschen einrichten. Da gehe ich natürlich hier einmal mit euch rein. Da können wir als erstes, wir haben hier noch die Tropenbaumfalltüren in der Hand. Die können wir uns einmal auch innen drin nochmal ans Fenster setzen. So sieht einfach optisch schöner aus. Und der nächste Schritt wäre, wenn man sich einrichten möchte, dass wir einmal den Boden ein bisschen austauschen. So, da haben wir schon mal den Boden ausgetauscht. Bei mir sind es jetzt polierte Granitstufen, die ich eingebaut habe. Wir können es natürlich nicht überall reinhauen. Unsere Räder müssen natürlich noch da bleiben. Dann würde ich sagen, machen wir ein bisschen Deko rein, damit wir unsere Bienennester auch ein bisschen zubauen können. So. So, jetzt sind auch unsere Bienennester ein bisschen verkleidet. Ich habe jetzt einfach mal ein paar Schwarzeichenholztreppen unten wie oben hier ein bisschen platziert, um das Ganze ein bisschen zu verkleiden. Und an unsere Bienenkästen habe ich dann noch ein paar Tropenbaumschalter oder einfach diese Knöpfe ein bisschen hier ran platziert, damit man die auch hervorziehen kann, um dann die Waben mit Honig dann auch hervorzuholen. Jetzt müssen wir aber noch ein bisschen die Decke bearbeiten. Die sieht natürlich noch ein bisschen doof aus. Da setzen wir uns einfach eine Farbe rein, die uns gefällt. So, bei mir ist dies jetzt Eichenholzstufen, die ich jetzt irgendwie passend finde, mir als Decke hierzu einmal platzieren. Und wenn wir denn die Decke hier gebaut haben, sieht das alles noch ein bisschen leer aus hier. Ich würde mal sagen, wir können ja noch ein bisschen Dekomaterial hier an den Seiten uns einmal platzieren. So sieht das Ganze doch viel gemütlicher aus, wenn man sich das alles ein bisschen zubastelt. Wie gesagt, da macht man einen Abstecher zu eurer Dekoration. Darauf können wir jede Menge machen. Ich habe jetzt hier Schmiedetische verwendet, Räucherofen, Braustand. Könnte ja sein, dass man da irgendwie den Honig mitgewinnt. Ja, ein paar Fichtenfalltüren, alles Regale kann man sich natürlich dekomäßig machen. Eine goldene Druckplatte kann man natürlich so machen, dass das natürlich eine Honigwabe ist. Lecker, schmecker. Hier so eine kleine Honigwabe ein bisschen damit präsentieren. Natürlich ein paar Gerüste auch als Regal ein bisschen. Kann man sich hier verstauen, vielleicht auch im Fass. Ne? Da füllt man dann den Honig rein. Und vielleicht auch noch einen Rüstungsständer, wo man vielleicht diesen Imkerhut, den man ja kennt, ne? Mit diesem Netz, ne? Sich dann hier auch irgendwo platzieren kann, damit man nicht so gestochen wird. Dann haben wir unseren Bienenwagen damit jetzt auch innen drin abgeschlossen. Jetzt fehlt er natürlich noch ein bisschen von draußen, dass man sich den natürlich noch ein bisschen gestalten kann. Man kann sich natürlich noch ein paar Blümchen platzieren. Und wenn wir denn die Blümchen haben, fehlt natürlich nur noch die Bienchen, dass die einziehen können. Aber ich glaube, sobald die Blümchen da sind, kommen auch die Bienchen. Da sind sie schon und flattern jetzt rum und sammeln den Nektar ein und verwandeln den in einen leckeren Honig. Ja, fertig ist in unser Bienenwagen, simpel, einfach, schnell aufgebaut und schon kannst du anfangen mit deiner Imkerei und den Honig an deine Freunde beliefern. Ich hoffe, dir hat das Baututorial mal gefallen. Jetzt hast du deinen eigenen Bienenwagen. Viel Spaß jetzt beim Nachbauen und natürlich auch beim Honigsammeln. Ja, aber ansonsten stehe ich wie immer Safety und dann hören wir oder sehen uns zur nächsten Folge wieder. Also, haust rein und tschüss.